Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Alpha Saphir in der Randomizer Souling Challenge. Natürlich wie immer mit Silber. Ja, ach, moin, moin. Sind wir hier stehen geblieben? Ich habe die Worte noch nicht weitergegeben an dich, also halt die Schnauze. Leck mich. Ja, los, komm her. In der letzten Folge sind zwei Pokémon draufgegangen. Unser Kanonenfutter. Ja, quasi. Na geil. Glaub mir, es ist keine Freude, mit ihm aufzunehmen. Danke, hasse dich auch. Wo geht's hier eigentlich? Oh, ups. Da lag irgendwo auch eine richtig geile TM. Ich glaube, das war Siedewasser, was da irgendwo lag. Das ist eine richtig gute TM. Ah, ich bin beschissen gelaufen. Dabei fällt mir ein. Fuck! Ja, du hast da so ein Legi gefunden, glaube ich. Ja. Den habe ich wohl bemerkt in meiner Y-Challenge draufgehen lassen. Na, ich weiß. Mit Absicht. Ja, ich weiß. Hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen, dass ich ja mega drüber aufgeregt, als du den überhaupt bekommen hast. Ja. Der ist halt echt nicht so geil, deswegen. Ich weiß, da muss ich aber auch feiern. So, wo müssen wir jetzt hier eigentlich hin? Keine Ahnung, ich laufe gerade einfach random irgendwie. Ich auch. Okay, surfen will ich noch nicht, dann gehe ich jetzt auch erstmal da hoch. Surfen müssen wir aber, das weiß ich. Also irgendwann irgendwie. Okay, dann, wenn Surfer als nächstes rankommt, dann gehe ich erstmal nach unten. Hey. Ich weiß nicht, ob jetzt wirklich als nächstes Surfer drankommt. Ey, oder ob. Ist er nicht von Gen 1? Paras? Ja, eigentlich. Eigentlich hier ja. Ist die TM, die ich meinte. Ich guck mal kurz nochmal nach hier unten. Was gibt's hier? Oh. Ey, wo bin ich denn jetzt? Cool. So, hab die TM, Siedewasser. Da war ich eben auch schon, da kommst du nicht weiter. Ach, hier ist nichts, ne? Da kommst du jetzt erstmal so nicht weiter, deswegen du. Achso, ich seh's ja. Später von oben. Na, ich seh's ja. Gut. Ja! Kann ich ihn nicht jetzt den Encounter kriegen? Ihn hätte ich genommen. Ah, lol, ich hab eine Abkürzung genommen. Ihn hätte ich genommen, aber gut. Na, egal. Ihn hätte ich auch genommen. Oder sie hier, ist ja ein weibliches. Hau ihn dir an, den Löwen. Oh. Rar. So, und kaputt gemacht. Wo geht's hier lang? Okay. Ach, links. Okay, ich bin beim anderen Ausgang. Ja, und da musst du auch hin. Oder wo bist du da denn? Weiß nicht. Lol. Lol. Alles. Ey. Ah, nee, doch nicht, passt. Alter, GG. Trapschutz aktivieren. Und jetzt ab in diesen Kampf hier rein. Hast du nicht gesagt nach links? Was nach links? Ich hab verstanden, dass ja, ich nach. Da in der Position, wo du eben standest, nach links. So. Ein nach links und dann bist du da. Jetzt da, wo du jetzt gerade bist, wieder. Achso, ich hatte eigentlich geguckt nach Siedewasser, nach dem Item. Achso, ja, da musst du den. Nicht in die Höhle, sondern einen Höhlengang weiter rechts rein. Also rechts oben von dem Ding, wo du eben warst. Da bist du da falsch. Okay, dann geh ich da jetzt hin. Also da rechts oben. Ja. Ah. Muss den Stein da links zertrümmern. Achso, und dann von der Seite reinschieben. Achso, ich verstehe. Okay, alles klar. Granitstein. Pissen Sie sich, Razaf. Bin mir nicht sicher, was er genommen hat, aber er scheint glücklich zu sein. Ich finde den Gesichtsausdruck von Norland so geil. Hey. Ich glaube, er ist wenn glücklich. Wenn er angreift, musst du das sehen, Alter.
Ja, er ist glücklich. So. Abrinnen damit. So. Ein Legi. Na toll. Nein. Du dachtest ja damals immer, das wäre ein Legi, ne? Ja. Und jetzt finde da mal den Weg. Viel Spaß. Ich habe den First Try gefunden, den richtigen Weg. Das sieht mir nach einer Sackgasse aus. Lul. Oh. Läuft. Oh lol, was hat er eingesetzt? Was bringt ein Siedewasser eine starke Attacke? 80 Stärke und kann verbrennen. Obwohl es eine Wasserattacke ist. Ich guck mal kurz. Achso, nee, das. Also da steht's ja. 80 Genauigkeit, 100 AP, 15. Klingt schon mal nicht schlecht. Ich gucke mal bei. Das kann verbrennen, wie gesagt, das kann verbrennen. Ja, ich guck also mal. Verbrennung geben. Ich guck mal bei Kyorge rein. Was hast du denn? Body Slam, Eisstrahl, Surfer, Antikraft. Antikraft. Also, ehrlich gesagt, für Body Slam habe ich jetzt nicht allzu viel Verwendung. Sagen wir es mal so. Ja, und Kyogre hat sowieso sehr viel mehr Spezialangriff als Normalangriff, wie du da oben siehst. Das heißt, eine spezielle Attacke wäre besser als eine physische. Ist Siedewasser eine spezielle Attacke? Yep, ist okay. Es. Ja, dann, ach, just for fun, ihn einfach mal beibringen und dann mal einen Kampf einsetzen, mal gucken, wie es ist. Das ist halt kochendes Wasser, was du auf den Gegner feuerst. Ähnlich wie, keine Ahnung, Hydropumpe, wollte ich gerade sagen. Nur nicht ganz so viel Stärke, nur halt mit kochendem Wasser. Ja. Das sieht also ich find's lustig, Leute mit kochendem Wasser zu verbrühen. Sieht jedes Mal so cool aus, wenn ein Kyorge ins Wasser geht. Na, ich wollte ihn wieder zurück. Bin wieder hier. Ich weiß noch einmal mit meinem Bruder, hatte ich hier an dieser Stelle, wo ich jetzt stehe, erst den ersten Encounter gefunden. Ohne Schutz und alles. Und da habe ich eine Horde gefunden und da war Groudon in der Horde. Und hier liegt Erdbeben, ne? Hier liegt Erdbeben, ja. Alter, geil. TM Erdbeben, die schmeckt. Die schmeckt richtig. Bist du da auch durchgegangen bei ihm? Ja, da musst du auch lang. Wo geht's hier lang? Den anderen Weg, wo du eben bei dem Ausgang warst. Hast du links den Höhleneingang gemacht. Achso, nee, dann bringt's ja nichts. Dann klatsche ich den kurz weg und dann ist gut. Ey, wer kommt hier? Oh, du so gut. Erdbeben, Alter, Erdbeben ist so eine geile Attacke. Oh ja, schmeckt das. Ach so. So, X-Bud. Was geht ab? Ich bin schon ein komischer Vogel. Ich bin schon ein komischer Vogel. Ich würde sagen, der Kampf ist fair. Er trifft dich sehr effektiv mit Flug. Ah, und? Ich auch. Oh, come on. Sieh an, das ist also der große Mark. Pah, was für eine Witzfigur. Rokamein, hat der auch eine Kampfschwäche? Der sagt ja, der hat eine Kampfschwäche. Gut, der sagt mir gerade nichts. Achso, er ist das, achso. Du bist fast tot, ne? Also ich würde eventuell mal eine Runde heilen. Gerade jetzt, wo er dich gleich sofort angreift. Ja, mache ich jetzt auch. Mein Kampfkoloss schafft er schon. Ey, schau mal, wer der ist, den kennst du irgendwo her, oder? Oh, Kyorge. Ja. Kyorge wird dann abhauen und wird dann in. Wie heißt das? Sinorville. Die Stadt. Ja, genau, da wird er dann in der Höhle sitzen. Ja, nee, sitzen nicht. Der kann schlecht sitzen, als Wahl. Ja, du weißt schon, was ich meine. Jetzt hör auf, dich zu vergraben, ey. Geh dich richtig vergraben und nicht so. Ey. Hauboss, okay. Ist es mega? Es ist nicht mega, okay, aber er könnte jetzt, glaube ich, megern. Vorsichtshalber habe ich auf Raumschlag gedrückt, weil ich keinen Bock hatte, gegen Mega-Pokémon zu kämpfen. Oh. Quapsel. Nein, da gehe ich nicht auf Panferno. Das habe ich übrigens First Try geschafft, das sind Anführungszeichen Rätsel, ne?
Du siehst richtig verwirrt aus irgendwie. Ab jetzt schon vergessen, was ich. Du hast jetzt schon verkackt. Ja, scheiße. Ey, Plimpfer! Plimpfer! Oh, in der Serie ist der so nervig, ey. Ja, so verdammt eitel und hochmütig und und bar. Fuck, da hätte ich auf. Ja, ich kann immer noch rauswechseln, das ist nur ein fucking Wumpel. Und jetzt gehe ich auf Panferno und booste mich schön hoch. Fuck, nein, genau, da war ja was, das ist eigentlich meine Init, dann bringt mir das Hochboost rein gar nichts. Bin ich bescheuert? Was mache ich denn hier? Scheiße. Oh. Das war aber richtig, du musst den Stein noch ein weiter nach links verschieben. Und jetzt kannst du dann nach oben den Stein da rechts unten, einen nach unten schieben und dann den in das Loch reinmachen, den da oben. Okay. Klimfer scheint hier öfters vorzukommen. Rotiert ab. Ach, da ja Professor Eiber aus Diamantperl die ganzen Plinfers. Anscheinend. Hat er sich bestimmt hierher geklaut. Georock. Dich finde ich jetzt nicht so besonders, also hau rein. Was gibt's hier noch? Knackrack. Oh. Hey, Piece of der Floor. Piece of Floor. Ich muss noch. Er hat einen Mega-Knackrack. Er hat einen Mega-Knackrack. Oh, das ist eins meiner Lieblings-Pokémon, ey. Aber das bringt ihm auch nichts. Wir Knackrack haben, das ist eins meiner Lieblings. Aber er war One-Hit. Weil Palkia Raumschlag. Ja. Ist sehr effektiv. Alter. Danke, Palkia. Du hast mir gerade so hart den Arsch gerettet. Cordula grün, Cordula blau, was? Nee, das bringt nichts, wenn ich Meistergriff jetzt Erdbeben beibringe. Steinhage hat seine Vorteile. Bei Flug-Pokémon kann ich die so wegbumsen. Ja. Erdbeben trifft dann nicht. Erdbeben trifft Flug-Pokémon nicht, das hast du richtig. Nur was hast du da sonst noch für Attacken drauf? Weil vielleicht kannst du eine andere Attacke runternehmen, weil Erdbeben ja, ich brauche stark. Ich brauche aber beide Kampfattacken eigentlich immer. Warte. Achso, ja gut. Ja, hier, Zermürber ist halt meine Normalattacke, die brauche ich halt auch öfter. Ja gut, ich persönlich halte überhaupt nichts von Normalattacken, ich setze die eigentlich so gut wie nie ein, deswegen. Ich persönlich mache Normalattacken meistens runter, weil die halt gegen nichts sehr effektiv sind, deswegen. Ja, aber gut, ich teste es, ja, ich scheiß drauf, ich teste es jetzt einfach mal. Ich bringe den Erdbeben bei, da ich sowieso gleich einen Bosskampf habe. Erdbeben bummst halt schon hart rein. Ja. So, dann habe ich eine Bodenattacke, eine Gestein und zwei Kampf. Das passt schon. Meistergriff ist in seinem Element. Ja. Oh, jetzt dieses Gebrabbel. Ey, kann ich euch mal was zeigen? Ich hole mal mein Kyogre raus. Alter, der Mute-Knopf auf meinem Mikro ist echt praktisch. Ja. Spät. Weil ich habe gerade genießt. Ja, stimmt, ja. Aber dafür habe ich zwei Tastenkombis im Teamspeak und OBS festgelegt und dann kann ich mich auch einfach muten mit einer Taste. Ja, ich muss einfach nur einmal oben vom Mikro drauf touchen und dann ist es halt gemutet. No. Und ich kann hier so schön die Lautstärke ändern. Also ich kann jetzt nicht so leise reden oder halt auch so laut jetzt. Ich bin gespannt, ob wir das noch schaffen, Kyogre später zu fangen, weil dann kriege ich auf jeden Fall ein Gegenstück von dir, das weiß ich. Alter! Da ist der gute Treu, der Räudige. Lanturn. Oder so. Der ist Typ Wasser-Elektro, eine seltene Kombi. Das Problem, guck mich nicht so doof an. Der Hintergrund ist aber gut gemacht, finde ich. Ja, stimmt schon irgendwie. Dann würde ich sagen, gehe ich erstmal auf den Pott, weil ich eh schon sehr viel weiter bin als du.
Muss halt einen Cut reinhauen. Ja, hätte ich sowieso gemacht bei mir, deswegen. So, und jetzt. Siedewasser. Komm. Ja. Geil. Was Ursprungswoge? Dann gucken wir mal, was das ist. Ursprungswoge. 110? Der Anwender greift das Ziel mit unzähligen blau leuchtenden Strahlen an. 80, 100, ja gut. Hat nur 80 Stärke. Wie viel HP hat denn das? 10, das hat wiederum 15, aber dafür habe ich noch Surfer. Besser gesagt. Dann gucken wir nochmal. Der trifft... Da ist die Genauigkeit 100. Hier ist die Genauigkeit 85, aber das bin ich bereit einzugeben, ehrlich gesagt. Und wir können sie gleich mal testen. Hoffen wir mal. Und Quajutsu ist sowieso nicht im Team. Blitzer weiß ich nicht, aber ich glaube, der hat eine Kampfschwäche. Eigentlich. Wenn ich es recht in Erinnerung habe, oder? Oder wir testen einfach mal Just for Fun RB. Ah ne, der hatte eine Bodenschwäche, glaube ich. Ja. Okay, er hatte eine Bodenschwäche. Jo. Schwertanz. Schwertanz wäre eigentlich ganz geil für Kobalium, aber das Problem ist, braucht die anderen Attacken und so oft benutze ich Kobalium nicht, dass ich den jetzt boosten müsste und so besondere Attacken hat er auch nicht. Also, nee, passt schon. Die Attacke müsste ich sowieso als TM haben. Versuchen wir mal. Hoffentlich klappt das. Fuck. Verrecke. Oh. Uiuiui. Alter. Ich gerade hatte fucking Psychokampf und du hast eine Psychoschwäche. Kraftkoloss ist eine richtig starke Attacke. Eine richtig starke Kampfattacke. Ja, aber 5 bringen mir nichts. Ich brauche meine 2 Zehner. Ne, ciao. Und in den ersten Kampf, wo ich George eingesetzt habe mit der neuen Attacke, ja. Ja, das habe ich noch gesehen gegen das Magma. Ja, und dann hat er instant danach eine neue Attacke gekriegt, die besser ist. Welche? Kann ich dir sagen, warte. Ursprungswoge? Ja, genau. Deine Signature. Ursprungswoge ist die Signature von Kyogre. Oh, okay. Fun. Du bist fast tot, ja, gut, hast du gesehen. Perfekt. Das ist auch ein Kampf der Giganten zwischen so ein Bein hier irgendwie. Komm! Komm ran! Bam! Dieses Galagdia oder wie das Vieh heißt, dieses Psycho-Vieh habe ich auch mit einem One-Hit mit einem Erdbeben ausgeschaltet, ey. Galagladi. Ja, genau. Galagladi hat übrigens auch eine Mega. Und ich mag Galagladi. Und er sieht den Shiny echt interessant aus, finde ich. Das Grüne ist bei ihm einfach so ein richtig schönes Blau. Oh. Mega Ampharos, dann komm ran an die Mutterbrust. Boden ist effektiv. Habe ich gerade schon eingesetzt. Gut, dann ist er wanted, wenn du triffst. Nein. Aber du hast dich selber getroffen. Na toll. Und wieder heilen. Ja. Gut, du hast eine Top-Genesung gemacht, perfekt, dann bist du nicht mehr verwirrt. Aber jetzt paralysiert. Stirb. Und ja, gut. Na komm, gib mir. Ja. Oh, Arschloch. Also ich hatte mit meinem Mega weniger Probleme. Obwohl es ein fucking Mega-Knackrack war. Ja, passt schon. Probleme würde ich jetzt auch nicht nennen. Meistergriff wurde zwar fast one-hitted, aber passt schon. Orientierungssinn ist nicht vorhanden. Was? Wir könnten uns hier unten jetzt noch eine Menge Encounter holen, irgendwie so 4 oder 5 Encounter oder so. Könnten wir, also man hört es ja bei mir in der Aufnahme, was du gerade sagst, auch wenn du einen Cut reinmachst.
theoretisch könnten wir das zwischen den Aufnahmen machen, oder? Weil das kann man sich eigentlich wirklich schenken. Ich würde sagen, das kann man sich wirklich schenken. Jein, also ich würde sagen, auf halt den Weg zu den Encountern, ja, aber das an sich, die Encounter finden und fangen, würde ich schon lieber eine Aufnahme haben, gerade in so einer Soul-Link. Ja, naja, ich weiß nicht. Naja, wir gut, sehen wir gleich. Also nicht so unbedingt. Also, nee, sehen wir gleich. Ja. Ich höre mir jetzt noch das Gebrabbel an und dann können wir mit der Aufnahme oder zumindest mit der Folge dann erstmal Schluss machen. Ja. Ach so. Ja, das klingt sehr interessant. Ja, finde ich auch. So. Wusstest du eigentlich, dass ich relativ zeichnen kann? Ach so. Ist zwar jetzt ein bisschen random, aber wusstest du das, dass ich relativ zeichnen kann? Nein. Schau gleich sofort mal WhatsApp. Ja, das machen wir jetzt in der Aufnahme. Nein, machen wir nicht. Okay. So, ich bin jetzt auch durch mit dem Gebrabbel. So gut wie, jetzt kommt Troy. Komm aus dem Knick, Troy. Geh weg, Troy. Komm. Nein, er geht nicht weg, er fliegt weg. Ah, von mir aus. Hauptsache weg. So, jetzt kann ich mich wieder selber bewegen. Ja, dann danke ich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Folge auch gefallen hat. In der nächsten Folge, denke ich mal, werden wir uns mit den Encounter anlegen. Und dann nach Zenovil oder wie das ausgesprochen wird, hingehen. Zenerovil. Ja. Und ja, ein bisschen mit den Encountern. Ich würde sagen, so ein, zwei holen wir uns da. Weil wir müssen da jetzt eigentlich nicht wirklich lang, deswegen. Ja, ich kann mir vorstellen, ja, ich glaube, ich weiß, wo du hin willst, gut. Ja. Gut. Ja, dann danke ich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, dass es, wie gesagt, euch gefallen hat. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Damit unterstützt ihr das Projekt. Und falls ihr neu seid, könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen. Aber auch bei Heno, der bei mir in der Beschreibung verlinkt ist. Die Regeln sind in der Beschreibung. Die Playlist eigentlich, die verlinke ich immer in den Infokarten. Ja, und dann würde ich sagen, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Von meiner Seite auch das Gleiche. Ciao.